Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Five Nights at Freddy's 2. Und ich habe mal die erste Nacht durchgespielt und geschafft. Und wir werden jetzt einfach mal mit der Nacht 2 beginnen. Und die soll ja natürlich schwerer werden. Und da kommt jetzt Foxy dazu und Balloon Boy, meine ich. Ach, ich mache mal den Call hier auf, das Gespräch. Hier haben wir wieder unsere drei Puppen? Keine Ahnung, was das ist. Ich warte es lieber mal, dass wir nicht so viel Akku verschwenden. Ich habe schon mal die zweite Nacht angespielt und ich habe es nur noch nie geschafft, weil ich immer von Foxy erwischt wurde. Und das wird vielleicht dieses Mal auch der Fall werden. So, die Musicbox mal lade ich mal wieder auf. So, mal gucken, wann der erste rausgeht. Oder abhaut. Oh ja, der Hase ist weg. Da ist er. Hier ist der Hase irgendwie immer. Immer ist der Hase hier, wenn er weggeht irgendwie. Irgendjemand hat Hello gesagt. Nein, da oben ist Foxy. Seht ihr den auch? Weg da. Wo ist der Hase hin? Ist bitte nicht wieder so ein Jumpscare. Oh, hab ich Gänsehaut, ey. Okay, die Ente ist auch weggegangen. Hier ist der Hase. Wir müssen uns aber erstmal schnell das hier aufladen. Schnell die Maske aufziehen. Hallo? Okay, das ist Foxy. Wir müssen, glaube ich, so flackern mit dem Licht. Ich habe ein bisschen Angst, um ehrlich zu sein. Ein bisschen viel Angst sogar. Das Balloon-Boy. Immer noch dieser blöde Foxy. Wo ist eigentlich der Hase? Und wo ist der Bär? Oh, Balloon Boy. Gut, dass ich die Maske aufgezogen habe. Das war kurz bevor der Skin hier rauskommt. Gut, er ist nicht draußen. Wo ist denn der Hase? Ach, hier. Wo ist der Bär?
Da ist der Bär. Der guckt direkt rein. Er wäre beinahe reingekommen. Ich hoffe, er geht jetzt wieder weg. Ach. Immer noch ist der Bär da. Ja, hello, hello, ja. Ich hab mich zu Tode erschreckt. Muss der blöde Fox hier einfach direkt mich anspringen, ey. Das dachte ich mir. Genauso dachte ich mir das. Ich hab den Sound extra laut gemacht. Ja. Also, ich werde wahrscheinlich jetzt versuchen, die zweite Nacht durchzuspielen. Das ist eigentlich ganz schön, wenn ihr jedes Mal einen Jumpscare als Ende habt. Das ist dann wisst ihr, es ist ein schön spannendes Video. Und also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen hoch da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss.